eine Ausfahrt zu beginnen. Echtes und einfach mal zu genießen. Gut, das darf uns natürlich nicht daran hindern, auch manche Dinge mal kritisch zu überdenken und vielleicht auch zu verbessern, wenn uns eine Verbesserung notwendig erscheint. Aber das kann man dann auch liebevoll und mit Vorsicht tun. Der Schweriner Seglerverein wird in dieser Saison gewohnt, der maritimen Tradition und der Geschichte sich widmen. Ich darf schon als Highlight darauf hinweisen, auf die Holzboot-Regatta in diesem Jahr. Wir erwarten zahlreiche Klassiker aus dem Eigenverein natürlich, aus den Schweriner Vereinen und auch aus der Gitarre Hans-Christian Pull und Peter Mewes. Für alle, die ihn noch nicht so genau kennen, Peter Mewes ist übrigens vom Schweriner Yachtclub. Und jetzt sollte meine Frage geht an den Turm. Jungs und Mädels, seid ihr bereit? Ja! Dann hisst Flaggen! Ich wünsche Ihnen eine erlebnisreiche Segelsaison 2010 und, wie man so schön sagt, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das gilt natürlich analog auch für die Jollensegler unterm Schwert. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Skipperchor des Schweriner Seglervereins. Viele Leute im Binnenlande kennen unseren Hafen nicht. Deshalb gebe ich musikalisch heute mal Hafenunterricht. Wasser ist der Hauptbestandteil und das ist auch nicht verkehrt. Wasser hat sich in der Schifffahrt immerhin ganz gut bewährt. Ja, ja, wer das weiß, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Marder kann. Häfen liegen meist am Wasser, na der Grund liegt auf der Hand. Auch ein Schiff muss heute sehr schnell sein, doch das wäre es kaum an Land. Wasser ist auch für die Segler weitaus wichtiger als man glaubt. Stellt euch vor, ne Bootsregatta ohne Wasser wie das staubt. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, von Schifffahrt und von der Marder kann. Lässt ein neues Schiff man bauen auf der sogenannten Werft, werft man meist das alte weg, drum hat die Werft den Namen Werft. Soll am Schiff gedoktert werden, legt man es im Dock zur Ruhe. Liegt das Dock weit von der Kneipe, sagt man trocken Dock dazu. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt und von der Marder kann. Ein bekannter Wissenschaftler sagte mal, dass man vielleicht unsere Frauen so im Leben mit nem Bergungsschiff vergleicht. Ziehen uns in den Ehehafen, wo kein Sturmwind tobt und weht. Mensch, sagt Hein, da haben sie mir vielleicht ein Schlachtschiff angedreht. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt und von der Marder kann. Sicher denkt ihr, woher weiß der alles, was er hier erzählt? Ja, ich sollt mal Käpt'n werden, hätt auch gar nicht viel gefehlt. Hab das Studium aufgegeben, denn ein Haken ist dabei. Da muss man Sextanten kennen, leider hab ich doch bloß drei. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt und von der Marder kann. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand. Vom Hafen, vom Schifffahrt und von der Marder kann. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen am Schweriner See vor den Vereinsräumlichkeiten der Schweriner Segler
Seglervereins. Bei mir ist der erste Vorsitzende, Stefan Solberg. Schön, dass Sie hier uns zur Verfügung stehen für ein kurzes Interview beim Ansegeln. Und unsere Zuschauer möchten gerne wissen, was passiert hier jetzt? Was passiert jetzt beim Schweriner Seglerverein? Wir beginnen jedes Jahr die Segelsaison mit dem sogenannten Ansegeln. Dies ist eine alte Tradition, bei der neben der Vorbereitung der Boote symbolisch die Flaggen auf dem Flaggenmast gehisst werden. Und anschließend beginnt eine Ausfahrt, an der möglichst viele Boote, ja wenn nicht sogar alle Boote des Schweriner Sees daran teilnehmen. Diese Tradition ist uralt und wir sind auch etwas der Tradition verpflichtet. Das ist auch seemännische Tradition und die wollen wir auch so ein bisschen aufrechterhalten. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben des Schweriner Seglervereins. Natürlich auch die Durchführung und Förderung des allgemeinen Regatta- und Breitensports. Ja, jetzt gibt es gleich eine Ausfahrt von den Seglern hier auf dem Boot. Wo führt die lang? Wo fahren die Schiffe jetzt lang? Wir machen das natürlich abhängig von der Wetterlage. Im Moment haben wir einen schönen Wind. Insofern wird die Ausfahrt hier vom Vereinsgelände zum Zippendorfer Strand und dann zu der Insel Ziegelwerder führen und von dort wieder zurück. Wir sind etwas misstrauisch, dass das Wetter halten wird. Insofern ist heute die Ausfahrt etwas verkürzt. Ja, können Sie allgemein noch etwas zum Schweriner Seglerverein sagen, jetzt als Vorsitzender, als Vorstehender des Vereins? Was macht er, wofür ist er da, was passiert hier? Der Schweriner Seglerverein ist einer der ältesten und auch der größten Seglervereine Mecklenburg-Vorpommerns. Ich erwähnte bereits, dass wir natürlich auch der maritimen Tradition und Geschichte verpflichtet sind. Aber ein wesentlicher Bestandteil unserer Aufgabe, auch unserer gemeinnützigen Aufgabe, ist die Förderung und Durchführung des Breitensports, auch des Regattasports. Hier fördern wir Einzelpersonen, zum Beispiel Franziska Golz in der Leserklasse. Wir fördern aber auch den Breitensport und zwar liegt uns besonders am Herzen, auch den jungen Menschen, also Kindern und Jugendlichen, das Segeln zu ermöglichen, die von zu Hause aus nicht unbedingt die Möglichkeit haben, mit einem eigenen Boot das Segeln zu erlernen. Wir sind in der Lage, in der glücklichen Lage, dank einiger Sponsoren, von denen es aber nie genug geben kann, Boote den Kindern zur Verfügung zu stellen, sodass sie unter Anleitung das Segeln hier auf dem Schweriner See erlernen können. Und das ist natürlich für alle sicher etwas Schönes, weil wir haben hier eines der schönsten Segelgebiete, eines der anspruchsvollsten Segelgebiete. Also hier, es ist ein Genuss, auf dem Schweriner See zu segeln. Wenn jetzt ein Kind ohne Boot gerne segeln lernen möchte, wo muss er sich dann hinwenden? Er kann sich hier bei uns melden am Seglerverein. Da wird sich sicherlich was arrangieren können mit Jugendgruppen. Wir arbeiten hier eng zusammen mit einigen Schulen in Schwerin. Also hier gibt es sicherlich Möglichkeiten. Der Schweriner Seglerverein ist hier sicherlich eine gute Adresse. Wenn einige Zuschauer jetzt Interesse am Segeln bekommen haben, gerne eine Regatta gucken möchten, wann ist die nächste Regatta hier vom Schweriner Seglerverein? Es gibt einen Regattaplan, der ist hier im Internet, in der Homepage des Schweriner Seglervereins jederzeit abrufbar. Die ganzen Regatten finden in der Regel hier auf unserem Einsgelände statt und Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie nicht selber ein Boot haben und das vom Wasser aus beobachten können. Wir haben hier die Möglichkeit, dass hier hautnah gewissermaßen Regatten von der Terrasse unserer Vereinsräumlichkeiten oder vom Steg aus beobachtet werden können. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben hier. Immer wieder gerne. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß jetzt beim Ansegeln. Vielen Dank.